Rafika, bitte. In welchem Verhältnis steht einerseits die Furcht davor, dass Allah einen bestraft, und andererseits das Vertrauen darauf, auf die Barmherzigkeit Allahs? Womit soll man sein Herz füllen? Der Bruder stellt eine sehr gute Frage. Von der einen Seite sollen wir Allah fürchten, von der anderen Seite, wir sollen auf Allah Azzawajal vertrauen. Wie können wir dieses in Einklang bringen? Das ist sehr wichtig. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das sind die Themen, die ich vermisse. Mit diesen Themen sollten wir uns beschäftigen. Alhamdulillah. Hört die Geschichte von eurem geliebten Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi, wenn ich mich nicht irre. Er kam einmal zu einem Jugendlichen herein, der krank war. Und er lag im Sterbebett, dieser Jugendliche. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, wie fühlst du dich? Er sagte, ja Rasulallah, ich habe nur eine Sorge, sallallahu alaihi wa sallam. Meine Sorge ist, dass ich viele Sünden gemacht habe und mich davor fürchte, mit diesen Sünden vor Allah zu stehen. Aber gleichzeitig hoffe ich auf seine Barmherzigkeit. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, in dessen Herzen einmal die Furcht davor ist, dass Allah azza wa jal ihn wegen dem bestrafen könnte, worüber sich der Diener Sorgen macht, und dass gleichzeitig der Diener um die Barmherzigkeit Allahs azza wa jal hofft, wer diese beiden Sachen im Herzen trägt, so geht er ins Paradies. Allahu Akbar. So geht er in das Paradies. Deswegen, ja, Achil Karim, diese beiden Sachen müssen im Gleichklang sein. Die Gelehrten beschreiben das wie ein Vogel, der zwei Flügel hat. Dieser eine Flügel ist Raja und der andere ist Lchauf. Das heißt Hoffnung, oder Hoffnung, und der andere ist die Angst. Wenn der eine Flügel bricht, was wird mit dem Vogel passieren? Er wird fallen. Und wenn der andere Flügel bricht, so wird er ebenfalls fallen. Deswegen muss man beide Flügel im Einklang halten. Wie hält man sie im Einklang? Wenn du merkst, dass du besonders viel Hoffnung hast auf die Barmherzigkeit Allahs, dann mach die Tür der Angst auf. Und wenn du merkst, dass du sehr viel Angst vor Allah hast und schon fast gar nicht mehr auf seine Barmherzigkeit hoffst, dann machst du die Tür der Barmherzigkeit auf. So ist die goldene Regel. Wallahu ta'ala ala.